Gott ist die Fülle. Heute hat dieser Glaube für mich ein neues Bild bekommen. Seit gestern habe ich ein Bild davon gesehen und dachte, unglaublich. Gerade jetzt, in dieser Zeit, wo so viel weniger geworden ist, so viel abgesagt wird, die Gottesdienste schlichter, kürzer, tausend Dinge, die gar nicht gehen, und dann dieser Erntedankaltar. Ein Gegenbild zu dem, was gerade Alltag geworden ist. Wie schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Uwe Dörzbach. Ich habe nochmal nachgefragt, so 80-85% stammen aus seinem Garten. Und Sven Kronauer, der für das Gesamtbild hier zusammen mit Uwe das aufgebaut hat, in einer Fülle und Schönheit, wie ich sie sogar auch hier noch nicht erlebt habe. Erntedank, das ist das Bild dafür. Wir feiern diesen Gottesdienst, wir hören auf Gottes Wort und wir freuen uns an der Fülle der Gnade Gottes. Bevor wir aber so richtig beginnen, möchte ich noch ganz herzlich begrüßen drei junge Menschen, die hier vorne sitzen. Steht mal auf, dreht euch um, freundlich in die Gemeinde schauen. Das sind die neuen Konfirmanden von Mönchzell. Schön. Herzlichen Dank euch. Auch das Corona-bedingt, die Meggesheimer muss sich richtig ausladen. Die werden wann anders mal in Meggesheim auch offiziell als Gruppe vorgestellt. Aber schön, dass ihr heute jetzt hier seid. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dem Psalm. Auch das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Hat jemand von Ihnen Gesangbücher dabei? Ein paar? Dann würde ich die bitten, die welche haben, sie auch aufzuschlagen, denn ich würde gerne im Wechsel Psalm 104 unter der Nummer 756 im Gesangbuch lesen, alle anderen zuhören und im Geiste mitbeten. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt, immer und ewiglich. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen. Und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder wie Staub. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Wir pflügen und wir streuen. Die ersten zwei Strophen hören wir. Wir haben miteinander vereinbart, dass wir im Gottesdienst noch nicht singen. Von daher, die Gesangbücher haben, aufschlagen, im Kopf mit singen. Aber wir haben eine sehr nette junge Sängerin heute. Nell Krause, schön, dass du gekommen bist. Wir werden still und beten. Danke Gott für die Früchte der Natur, für die Menschen, die dafür arbeiten. Trotzdem bleiben sie Geschenk, uns in die Hand gegeben, damit wir sie hegen und pflegen, sie teilen, dafür danken und dich als Schöpfer loben. Danke Gott für die Gemeinschaft, in der wir leben, für Menschen an unserer Seite, die uns lieben und die wir lieben dürfen. Für Kinder und Eltern, für Freunde und Arbeitskollegen. Danke Gott für die Sinne, die du uns gibst. Augen und Ohren, Hände und Füße, die Nase zum Riechen, den Mund zum Schmecken. Erfassen wir, wie sehr wir beschenkt sind? Wenn nicht, dann hilf uns heute neu zu staunen, zu danken und zu loben. Amen. Wir pflügen und wir streuen die nächsten beiden Strophen. Thank you.
Sie hören die heutige Lesung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8. Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen: Die Volksmenge tut mir leid. Sie sind nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind weit hergekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen und die Leute satt machen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 7. Und er forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Dann nahm er die 7 Brote. Er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus sprach das Segensgebet über sie und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit 7 Körbe. Es waren etwa 4000 Menschen. Jetzt schickte Jesus sie nach Hause. Halleluja. Liebe Gemeinde, Gedanken habe ich mir heute ausnahmsweise nicht zur Lesung, der ja auch gleich Predigtext gewesen wäre, gemacht, sondern zu Erntedank, zum Danken und was daraus folgt. Danke. Haben Sie heute Morgen schon jemanden Danke gesagt? Frau Reichert nickt. Sehr gut. Ihre Ehefrau oder Ihrem Ehemann, die Frühstück gemacht hat vielleicht, den Kindern, die super früh aufgewacht sind und das Haus mit Leben gefüllt haben, eine Freundin vielleicht, die eine nette WhatsApp geschrieben hat. Haben Sie den Morgen mit einem Dankgebet begonnen? Danke Gott, dass ich aufwachen darf, gesund bin, hören, schmecken und fühlen darf, jemand da ist, der mir hilft, wenn ich schwach und krank bin. Danken schützt vor Wanken, brachte mir eine alte Dame bei. Sie ist inzwischen 91 Jahre geworden. Warum ist es so wichtig, Danke zu sagen? Ich glaube, es ist einer der entscheidenden Säulen, auf der jede Beziehung, jede Gemeinschaft ruht. Von der Freundschaft zu zweit angefangen, bis hin zu den großen Gemeinschaften, in denen wir leben. Einem Verein, der Kirche, das Dorf, unser Land, die Welt. Wer danken kann, bleibt aufmerksam, sieht weg von sich selbst. Wer aufmerksam ist, lernt verstehen und lieben. Danke für die Kassiererin an der Kasse beim Rewe. In den ersten Wochen der Corona-Zeit gehörte sie und alle, die dafür arbeiten, damit wir mit genug Lebensmitteln versorgt werden, zu den sogenannten Hochbelasteten. Sie musste den Ansturm von Käuferinnen und Käufern aushalten und bewältigen, die angespannt waren und nervös, viele fordernd und aggressiv. Damals standen sie und andere im Brennpunkt der Öffentlichkeit. Viele sagten Danke. Haben wir auch jetzt noch ein freundliches und aufmunterndes Lächeln für Sie? Danke für diesen herrlichen Erntedankaltar. In jeder Kartoffel, jeder Blume, jedem Apfel, jeder Birne, jeder Nuss steckt Arbeit. Stecken Menschen, die die Kartoffeln gesteckt, gewässert, versorgt haben, damit sie wachsen. Wissen und Erfahrung über Jahre und Jahrzehnte gesammelt. Kartoffeln ernten ist mühsame Arbeit. Ich kenne viele, die Obstbäume haben,
und denen es zu viel geworden ist, sie auch zu ernten. Wenn wir dafür Danke sagen, heißt es, wir nehmen diese Arbeit wahr. Wir nehmen die Menschen wahr, die uns damit versorgen. Wir werden hoffentlich auch die krummen und kleinen Kartoffeln kochen und essen, auch wenn sie nicht unserem Schönheitsideal entsprechen und etwas mehr Mühe machen. Warum? Weil wir gesehen, weil wir erfasst haben, wie wertvoll sie sind. Wer dankt, merkt auch schnell, reden und tun gehören zusammen. Danke zu sagen, nur mit Worten bleibt hohl und leer. Danken heißt auch handeln, sodass Menschen und Arbeit gewürdigt werden. Was also können wir tun, damit das Danken unser Leben und Handeln bestimmt? Wir Menschen sind ja ziemlich träge. Als ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, Erntedank hat etwas unglaublich Schönes. Hier in Mönchzell, der Erntedankaltar, lange geplant und mit viel Mühe und Liebe zum Detail vorbereitet. Sie merken, ich komme immer wieder darauf zu, ich bin völlig begeistert. Aber dachte ich auch, nach Erntedank, also ab morgen, ist ja ganz oft der Alltag genauso, wie er vorher war. Also ändern tut sich auch durch Erntedank in der Regel ja nichts. Heute Abend wird der Altar wieder abgebaut, wir gehen unserem Alltag nach und alles ist wieder wie vorher. Wir schauen ab morgen beim Einkauf wieder nach dem Preis und nicht nach den Menschen, die uns mit Lebensmitteln versorgen und ob sie von dem, was sie verdienen, auch leben können. Wir planen unsere Gärten, damit sie möglichst wenig Arbeit machen und nicht, ob Insekten, Hummeln, Bienen und Vögeln darin Nahrung bekommen. Wir fahren mit dem Auto zum Rewe, allein schon deshalb, weil es schnell gehen muss, einfacher ist und der Reifen beim Fahrrad sich nicht von allein aufgepumpt hat. Fahrradfahren ist außerdem anstrengender. Zum ersten Mal mache ich übrigens beim Stadtradeln mit und war so richtig geschockt, wie wenig ich im Alltag Fahrrad fahre und wie schwer es mir fällt, auch die Zeit dazu einzuplanen. Und es lag nicht nur am Wetter, nein. Verstehen Sie, was ich meine? Im Augenblick beschleicht mich auch mehr und mehr das Gefühl, wenn wir hier in der Kirche nur zusammenkommen, um miteinander eine nette Wohlstunde, gute halbe Stunde zu verbringen, uns gegenseitig bestärken, auf die Schulter klopfen und uns noch nicht einmal vornehmen, unser Leben auch so zu ändern, dass es besser wird, dann machen wir was falsch. Beten, reden und handeln gehören zusammen. Wie können sie wieder stärker miteinander verknüpft werden? Ich möchte, dass unser Glaube, den wir hier im Gottesdienst miteinander teilen, auch Spuren hinterlässt, konkrete Fußabdrücke in unserem Alltag. Ernte Dank. Vielleicht versuchen wir einmal, uns eines vorzunehmen heute, was wir ab heute 4 Wochen lang anders machen. Weil wir wissen, es wäre besser, wenn. Weil wir, wenn wir ehrlich sind, genau wissen, was wir anders machen sollten. Zum Beispiel Danke sagen. Jeden Tag, 4 Wochen lang, einem einzigen Menschen, dem Sie noch nie oder sehr selten Danke gesagt haben. Jeden Tag einem anderen. Im Internet, bei Facebook würde ich jetzt sagen, Challenge. Oder, ganz anderes Beispiel, Fleisch und Wurst von der Metzgerei vor Ort. 4 Wochen lang ausschließlich. Und nichts Abgepacktes, alles frisch, lieber weniger Auswahl beim Abendessen, als irgendwo unter schlimmen Bedingungen produziert, eingeschweißt und von weit her angekarrt.
Das ist schwierig, nicht einfach und nicht selbstverständlich. Oder sprechen Sie mit einem der Landwirte, die Sie kennen und mit dem Sie vielleicht auch schon länger nicht mehr gesprochen haben. Was brauchen Sie, die Landwirte, um überleben zu können? Wo könnten wir als Verbraucher etwas tun, damit die Politik sich ändert? Und dann tun Sie es. 4 Wochen lang, ganz konsequent und natürlich gern noch länger. Aber 4 Wochen ist eine Zeit, sage ich Ihnen. Oder als letztes vielleicht, für alle, denen bewusst geworden ist, dass es der Umwelt nützt, ich sage ganz vorsichtig, nützt, wenn wir weniger Fleisch, das dafür dann in guter Qualität, und mehr vegetarisch essen. Aber, gehöre ich dazu, extrem gern auch das Fleischliche mögen. Vielleicht wäre es eine Idee, 3 Tage in der Woche, was die Älteren unter uns vielleicht noch kennen, weil es damals einfach auch nicht so viel Geld gab für jeden Tag Wurst und Fleisch. 3 Tage in der Woche, 4 Wochen lang vegetarisch essen. Ernte Dank. Danken für das, was wir haben. Seinen Wert neu schätzen lernen. Und es ins Leben umsetzen. Ich möchte uns anstiften, unseren Glauben und unsere Überzeugungen, die in Gebeten und Worten leicht zu benennen sind, auch im Leben so konsequent wie möglich umzusetzen. Und dann nicht immer gleich an das ganz Große, was wir alles tun müssten. Das ist dann auch mal interessant. Aber im Leben geht es darum, das, wofür man einsteht, auch tun, und sei es nur in einer einzigen Weise, die neu, die anders ist und die wir uns vornehmen. Im Leben so konsequent wie möglich unseren Glauben leben. Erntedank ist ein guter Anlass dafür. Was nehmen Sie sich vor? Amen. Ein Lied. Also ich freue mich auch auf die Zeit, wo wir wieder gemeinsam singen können. Ich wollte es nur sagen. Wunderschön trotzdem.
Ich bitte Sie, sich zu erheben. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Großer, ewiger Gott, wir bitten dich, gib uns Ehrfurcht vor dem Leben, Ehrfurcht vor dem Werk, das du mit Weisheit gemacht hast. Lass uns erkennen, dass die Vielfalt der Natur sich in der Vielfalt von Menschen und Kulturen widerspiegelt. Sie sind Ausdruck deiner Fantasie und Weite. Stärke in uns die Fähigkeit, fürsorglich mit deiner Schöpfung umzugehen, damit wir sie als kostbares Erbe erhalten. Großer, ewiger Gott, wir bitten dich, schenke uns Liebe und Fürsorge für alle deine Geschöpfe. Gib uns Mut zu Bescheidenheit und einfacherem Leben. Lass uns nicht immer mehr wollen, sondern schenke uns Zufriedenheit. Lass uns erfahren, dass Verzicht nicht Verlust ist, sondern Gewinn von Freiheit und Glück bedeutet. Großer, ewiger Gott, wir bitten dich, lass uns immer tiefer begreifen, wie sehr du alles Geschaffene liebst. Du bist es, der in allem ist. Du lebst und herrschst in Ewigkeit. Du bist die Fülle. Öffne die Augen derer, die dich aus dem Blick verloren haben. Lass sie den Grund ihres Lebens finden. Ewiger, großer Gott, du hörst unsere Bitten und unser Dank, unser Lob und unsere Klage. Begleite alle unsere Wege, damit sie uns zu dir führen. Gemeinsam setzen wir unser Gebet fort mit den Worten, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Freuet euch der schönen Erde. Wir möchten der Gemeinde noch Folgendes mitteilen.
Die Kollekte heute ist für die Hungernden in der Welt bestimmt. Am nächsten Sonntag wird Erntedank in Meckesheim gefeiert. Der Kindergarten gestaltet diesen Gottesdienst mit, und zwar einmal um 9.30 Uhr und dann wieder um 10.45 Uhr. Ich möchte noch einen Dank hinzufügen. Lukas, schön, dass du den Gottesdienst wieder aufnimmst. Es gibt vielen Menschen die Möglichkeit, dann auch hier an so einem Gottesdienst teilzunehmen. Und es ist einfach schön. Danke. Und Nell, auch von mir, vielen, vielen Dank, zusammen mit Brigitte Talent. Außerdem möchte ich noch mal betonen, anstiften, wenn Sie Lust dran haben, gerne auch dran teilnehmen oder es anderen weitersagen. Ich fände es schön, wenn diese Kirche, also sie bleibt offen heute, wenn viele diese Kirche besuchen, sagen Sie es weiter. Und eine ganz kleine Aktion, nur eine kleine, aber ich dachte, naja gut, muss ich mit gutem Vorbild vorangehen. Ich habe ein Blatt gezeichnet. Groß Danke drauf. Mein Dank gilt Gott. Das ist dann so quer drüber gemacht. Und dann habe ich gedacht, na, ich könnte doch mal alle Menschen aufschreiben, die mir einfallen, die für mich wichtig sind, die mir denen ich Danke sage. Und wenn es nur ist, mit diesem einmal aufs Papier schreiben. Sie glauben gar nicht, wie viel einem da einfällt. Natürlich die, die einem am nächsten stehen als erstes, aber eben auch ganz, ganz viele, die zum Beispiel einen Postboten, der bringt nie die Post einfach so, sondern immer mit einem freundlichen Lächeln, wenn der an dir unten freundlich, ja, also tausend Menschen, es ist unglaublich, das ist unglaublich, das war mein Gebet heute Morgen. Gerne auch eins machen, egal in welcher Form. Und dann in die Kirche. Sie haben doch schon eins mitgebracht. Na super, wir werden sie hier dann nachher auslegen. Einen wunderschönen und gesegneten Erntedanktag wünsche ich. Jetzt bitte ich Sie aufzustehen, danach aber nochmal hinzusetzen, auch die Musik zu genießen und später habe ich dann nochmal was. Aber das dann jenseits vom Film. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.